Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Create. Wir machen heute ein außergewöhnliches Rezept für diesen YouTube-Kanal, nämlich Kasan Kebab. Und dafür bin ich heute nicht alleine. Ich habe mir einen richtigen Experten zur Seite geholt und wir erklären euch heute, wie das wunderbar funktioniert. Mit an meiner Seite Paul von Pascha TV. Ja, willkommen nochmal von meiner Seite. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von meinem YouTube-Kanal. Ich mache auch hauptsächlich Koch- und Grill-Videos und heute möchte ich zeigen, was alles mit dem Kasan möglich ist. Viel Spaß dabei, los geht's. Unser größtes Grill-Event des Jahres geht in die zweite Runde, unser Barbecue-Frühlingsfest am 6.4.2024 und es ist zeitgleich das 10-jährige Jubiläum von Grillguts. Das bedeutet, wir haben die genialsten Grillhersteller hier vor Ort, die ihre Produktneuheiten für diese Grillsaison zeigen, live vorführen mit Live-Show-Grillen und auch noch Fingerfood an euch rausgeben. Unsere Foodtrucks mit unseren Barbecue-Spezialitäten sind genauso mit dabei und es gibt natürlich Knaller-Saison-Eröffnungen. Eröffnungsangebote im Laden hier vor Ort. Es wird ein fantastischer Tag mit richtig coolen Leuten, voller Hütte, tollen Angeboten, leckerem Essen. Lasst euch das nicht entgehen. Wir sehen uns dort auch persönlich. Bis dahin. Das Rezept, was wir heute machen, machen wir nicht in einem mir heimischen Gerät wie einem Gasgrill, einem Kohlegrill, einer Feuerplatte, einem Smoker, Pelletsmoker, Pizzaofen, was auch immer, sondern in einem Kasan. Und deswegen würde ich dir den Vortritt lassen, einmal zu erklären, was das Besondere daran ist, was es überhaupt ist, was es kann und was wir damit dann machen können. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß, ich liebe den Kasan. Das ist ein großer Topf oder auch Gusseisenwok, mit dem man perfekt backen, kochen, frittieren und am allerbesten schmoren kann, weil er eine exzellente Hitzeverteilung hat. Und das Besondere ist, der ist perfekt zum Draußenkochen. Man kocht über Feuer und dadurch hat das Essen einen rauchigen Geschmack. Also rauchiger Geschmack, obwohl es ein Topf ist, der ja geschlossen ist. Aber du sagst, durch das Feuer, der Rauch zieht trotzdem quasi rum und du hast trotzdem einen Rauchgeschmack beim Outdoor-Grillen. Es ist nicht nur das Grillerlebnis, sondern auch geschmacklich macht sich das bemerkbar. Genau, wenn man ein oder dasselbe Rezept macht, auf dem Herd zu Hause oder im Kasan, hat man zwei verschiedene Geschmäcker, weil der Kasan durch das Gusseisen hat er meiner Meinung nach nochmal so ein bisschen so einen eigenen Touch und wie gesagt den Rauch. Ist also echt, er macht Spaß und schmeckt sehr gut. Oder es ist die Patina, die man nicht richtig sauber gemacht hat. Wir werden es gleich testen und einmal bewerten. Okay, sehr geil. Ich freue mich mega darauf. Wir haben ja schon zusammen ein Video gemacht, deswegen genau, weiß ich, das, was da rauskommt, das ist tatsächlich sehr lecker. Wir haben heute an Zutaten da Schweinenacken. Schweinenacken, hast du mir jetzt schon gesagt, für dieses Rezept klassischerweise wird das eher so in Russland verwendet, irgendwie so in Osteuropa wahrscheinlich. Genau, in Ländern, die jetzt eher so muslimisch geprägt sind, ja. Eher Lamm oder Rindfleisch oder auch Geflügel teilweise. Also kann man eigentlich alles Fleisch nehmen, was man so möchte, wenn man genau, Bock drauf hat. Nicht allzu mager und ja. nicht zu klein. Soll schön saftig und schön fettig sein, dann schmeckt es am besten. Aber theoretisch nach Geschmack. Deswegen haben wir hier auch ein schönes Stück Schweinenacken liegen, schön durchwachsen. Da ist genügend Fett auch mit drin, weil wir schmoren das ja nachher. Und alles, was nachher an Sehnen da drin ist, an Fett da drin ist, das zerläuft. Das gibt nachher Aroma und wird auch so richtig schön sämig da drin. Dann haben wir Kartoffeln, wir haben Zwiebeln, wir haben ein bisschen Petersilie. Und jetzt noch zum Ablöschen gleich ein bisschen Rotwein. Öl zum Frittieren und genau, ein paar Gewürze. Zu Wein noch mal kurz, also Rotwein geht. Wer keinen Alkohol trinkt oder mag, Brühe würde auch gehen. Perfekt. Hat mal so ein bisschen einen anderen Geschmack, wie man es möchte. Wir haben Magic Dust fürs Fleisch und ein Gewürz mit Kräutern, also in diesem Fall Rosemary Rub, für unsere Kartoffeln und für die Zwiebeln. Kann man aber natürlich auch alles andere verwenden, was irgendwie ein bisschen Kräuter und Salz mit drin hat. Und hier einfach einen schönen Barbecue Rub. Oder auch, du erzählst immer in deinen Videos von einer Gewürzmischung. Vielleicht gibt es ja da auch bald was von dir. Ja Leute, ich bin nicht nur fürs Video hier. Wir haben auch im Hintergrund ein paar andere Sachen am Start. Und zwar arbeiten wir gerade an der Gewürzmischung. Und der Josh hat auch schon mal probiert. Ich verrate noch nichts. Ich verrate gar nichts. Ich sag nichts. Wir machen heute erstmal was sehr, sehr Leckeres mit den Gewürzen, die es hier gibt. Und für deine Community gibt es vielleicht bald was. Und eine Gewürzmischung, kann ich jetzt schon mal sagen, zum ersten Mal, die wird extra für den Kasan sein, mit der man wirklich viele Gerichte abdecken kann, die so quasi umfassend ist für eine große Bandbreite. Für die Zubereitung werden wir jetzt gleich unser Schweinenacken hier in Stücke schneiden, die ungefähr so groß sind wie beim Schaschlik. 4 bis 5 cm hast du mir verraten. Die Kartoffeln sollten ungefähr dieselbe Größe sein. Das bedeutet, wir werden diese jetzt hier ungefähr halbieren, dass wir auf dieselbe Stückgröße kommen. Die Zwiebeln schneiden wir in dünne Ringe oder Halbringe runter und dann werden wir das gleich alles einzeln frittieren. Das wirst du uns aber gleich wieder erklären. Genau, da bin ich wieder am Zuge. Um das Ganze jetzt hier drin zuzubereiten, brauchen wir Temperatur. Und deswegen haben wir jetzt unter dem Kasan ja nochmal so ein Untergestell. Kannst du einmal sagen, wie wir jetzt das Feuer drin machen und wie wir das Ganze jetzt benutzen? Genau, also diese Konstruktion besteht immer aus zwei Teilen. Der Topf oben drin ist der Kasan, also der wirkliche Kasan. Und der Ofen, der Holzkohleofen oder Holzofen, nennt sich Uchak. Und da drin spielt sich quasi die ganze Magie ab. Den kann man, wie gesagt, mit Holzkohle betreiben oder mit echtem Holz.
Ich persönlich bin immer Fan von echtem Holz, macht Spaß. Und wie bereits zu Anfang erwähnt, hat man dadurch so ein bisschen diesen hauchigen Geschmack, wovon ich wirklich ein Riesenfan bin. Okay, das heißt, wir machen jetzt gleich ein kleines Feuerchen drin. Du wirst das Fire Management hier betreiben, das heißt uns sagen, wie viel Holz wir nachlegen sollen, was wir für eine Temperatur brauchen. Und das machen wir dann gleich und dann fangen wir an, die Zutaten reinzugeben. Ganz genau. Also eigentlich fängt man klassisch mit kleinen Anzündhölzern an, mit einem Grillanzünder dabei oder wie wir heute mit Zewa. Ist auch kein Problem, geht genauso gut. Und wenn man so eine gewisse Basis hat, da kann man größere Scheite dazulegen, damit das richtig entflammt, damit man hier auch richtig auf Temperatur kommt. Mhm. Von der Temperatur her ein dicker Holzscheit, zwei, wie viel würdest du sagen? Am besten sind immer zwei große Holzscheite, damit man richtig auf Temperatur kommt und richtig braten kann. Und wenn man quasi von dieser Brat- oder Frittierphase weg ist, wenn man nur noch leicht schmoren lassen möchte, dann kann man auch das ganze Holz rausnehmen oder nur ein bisschen Glut drin lassen, weil der Kasan besteht aus Gusseisen, der speichert extrem gut Temperatur und gibt somit die ganze Hitze weiterhin ans Essen ab. Sehr gut. Ganz ähnlich wie ein Dutch Oven, den meine Zuschauer alle schon kennen. Genau, ist sehr ähnlich. Was hier der Unterschied ist, die Form ist wie ein Wok und darin kann man perfekt schwenken und ist ein bisschen aktiveres Kochen als im Dutch Oven, finde ich. Beim Feuer entfachen sollte man die Klappe hier immer auflassen, damit genügend Sauerstoff reinkommt und das Feuer sich optimal entfachen kann. Und sobald man so eine gute Flamme hat, wie bei uns hier in dem Fall, da tut man den Kasan drauf, damit er richtig gut Temperatur bekommt und das dauert schon so bis zu 5 Minuten. Als erstes werden wir jetzt das Fleisch frittieren, das nehmen wir auch gleich wieder raus. Zum Frittieren nehmen wir jetzt ein Öl mit einem hohen Rauchpunkt, einfach irgendwas heißgepresstes, was billiges, das darf jetzt kein hochwertiges, kaltgepresstes, extra natives Olivenöl sein. Irgendwas, was wir erhitzen dürfen, ruhig bis 180 Grad. So 160 bis 180 Grad müssen wir auf jeden Fall gleich haben. Man sieht jetzt schon, wie es raucht, also es ist jetzt schon sehr heiß. Wenn wir das Öl reintun, wird es schon sehr schnell sehr heiß sein. Das heißt, das Fleisch kann gleich relativ schnell nachkommen. Um zu wissen, wann das Fleisch rein kann, können wir einfach ein Holzstäbchen reinhalten. Wenn das Blasen wirft, dann hat das Öl die perfekte Temperatur. Oder wenn ihr ein Kernthermometer habt, Kernthermometer reinhalten, dann wisst ihr auch, welche Temperatur das hat. Ich lege schon mal los, das Fleisch muss gleich schnell nachkommen. Das Öl ist jetzt heiß genug, jetzt packen wir das Fleisch rein. Wir haben bei der Menge uns jetzt aber dazu entschieden, das nicht auf einmal reinzumachen, weil sonst das Öl zu stark runterkühlen würde, sondern zwei Durchläufe zu machen. Das heißt, wir nehmen die Hälfte jetzt, dann werden wir das Ganze wieder rausnehmen, das Öl wieder heiß werden lassen, vielleicht ein bisschen was nachfüllen und dann die zweite Hälfte Fleisch machen, damit alles richtig schön Röstaromen bekommt. Ganz genau, Abfahrt, Leute. Fleisch jetzt 3 bis 4 Minuten lang frittieren, zwischendurch umrühren, aber nicht allzu oft, so 2-3 Mal. Damit es schön gleichmäßig gebräunt ist. Und wenn es die richtigen Röstaromen hat, dann holen wir es direkt raus. Es soll nicht trocken werden, weil gleich wird es ja noch richtig schön zart, saftig geschmort. Ganz genau. Wie machst du das nochmal mit diesem Hochziehen hier? Immer so, ne? Genau, einfach den Wänden entlang, damit das alles schön eingefettet ist und das Fleisch halt beim Reinlegen nicht festklebt. Ja, oder die Kartoffeln und sonstiges. Ja, und der kriegt auch dadurch noch eine richtig schöne Patina, ne? Genau, also mit dem habe ich schon bestimmt 100 Mal gekocht. Die Patina ist richtig ordentlich. Der war auch garantiert, als du ihn gekauft hast, nur halb so dick. Das Fleisch jetzt ordentlich würzen, mit Magic Dust, wie gesagt. Gut vermischen und dann erstmal zur Seite stellen. Dann machen wir mit den Kartoffeln weiter. Genauso frittieren wir jetzt auch die Kartoffeln einmal vor in 2 Durchläufen. Und auch die sind dann natürlich noch nicht fertig, aber haben schon mal ordentlich Röstaromen. Kartoffeln ebenfalls würzen, genau wie das Fleisch. Der einzige Unterschied ist, dass wir ein anderes Gewürz benutzen. Das ist ein Rosmarin Rub. Zum Schmoren werden wir jetzt einen Großteil vom Öl entfernen, von oben einfach abschöpfen, weil ein bisschen was brauchen wir noch für die Zwiebeln und zum Schmoren. Und vor allem sitzt da unten jetzt auch der ganze Geschmack drin. Den wollen wir behalten, aber so 90% vom Öl nehmen wir raus. Als nächstes kommen die Zwiebeln in den Kasan, werden gewürzt und einmal durchgeschwenkt, damit man eben diesen Geschmack aus dem Öl in die Zwiebeln einarbeiten kann. Auf die Zwiebeln legen wir die Kartoffeln, das Fleisch ebenfalls und am Ende kommt ein bisschen Wein dazu, einfach damit es von unten nicht abbrennt und damit der Geschmack abgerundet wird. Wir schließen jetzt den Deckel. Vorne die Klappe wird auch zugemacht, einfach damit es von unten nicht anbrennt und dann einfach schmoren lassen für 40 Minuten. Jetzt wird's ernst. Wir haben nicht ganz 40 Minuten gebraucht, sondern eher in Richtung 60 Minuten. Wir haben zwischendurch mal die Kartoffeln gestochen, gemerkt, die sind noch nicht ganz so weit. Nach 60 Minuten ist es jetzt bei uns fertig. Einfach gucken, wenn ihr flüssig aus den Kartoffeln wieder rauskommt mit der Gabel, dann ist es fertig. Und jetzt ist der Ernst der Stunde angebrochen. Wir werden kosten und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es ankommt. Für die meisten hier ist es das erste Mal Essen aus dem Kasan. Und mal gucken, wie das Feedback ausfallen wird. Sehr gut. Flüssigkeit ist schön einreduziert. Soll es auch genau so aussehen oder haben wir was falsch gemacht? Nee, ist genau richtig. Wenn es zu flüssig ist, ist nicht so schön. Und wenn es zu trocken ist, eben auch nicht. Wir haben halt noch minimal Flüssigkeit drin. Und die Kartoffeln sind zart. Wir haben gerade schon getestet. Eigentlich genau richtig. Also es riecht wirklich sehr schön nach geschmorten Zwiebeln. Der Rotwein kommt durch, bin ich gespannt. Der wird wahrscheinlich auch gut schmeckbar sein, weil wir haben ja jetzt nicht nur abgelöscht, sondern da kam ja nichts anderes außer Rotwein jetzt noch mit rein. Wir haben ordentlich geschmort mit Wein und für mich auch das erste Mal mit Wein. Ich benutze sonst immer Rinderbrühe oder Fond,
Also, auf euch Leute, ich bin gespannt. Verbrennt man sich oder geht? Man verbrennt sich. Dann warte ich noch kurz. Die Kartoffeln sind perfekt. Die sind richtig schön, ja, fast schon cremig, würde ich sagen, von der Konsistenz. Man kann jetzt, finde ich, noch mal so ein bisschen nachwürzen, so ein bisschen abschmecken. Wollte ich auch sagen. War ein bisschen zu schüchtern mit dem Gewürz. Da kann ruhig noch ein bisschen was rein oder ein bisschen Salz. Also die Kräuter sind schon ganz gut, ein bisschen Salz könnte noch rein. Ja, wo wir gerade gewürzt haben, hat Joscha noch gesagt, Pascha, übertreib's nicht, ist zu viel. Aber war mein Fehler. Ich hab's mir gedacht. So, also das schon mal sehr gut. Kommen wir zum Highlight, zum Fleisch. Ich bin schon die ganze Zeit am Essen. Aber sag deine Meinung. Bei mir kommt jetzt zum Highlight, zum Fleisch. Also das war jetzt eine Stunde drin, das heißt, ein Pulled Pork erwarte ich nicht. Wir haben aber richtig schön die Röstaromen vom Anfang, vom Frittieren. Und innen drin ist es mit Sicherheit durch. Jetzt hoffe ich nur, dass es nicht trocken geworden ist und man es gut durchbeißen kann. Also ich würde schon mal sagen, von der Konsistenz auf keinen Fall trocken. Mhm. Schön aromatisch. Geht so in Richtung Schaschlik, könnte man vielleicht sagen. Nicht ganz. Ja, stimmt. Aber von der Saftigkeit her, von dem Zartegrad in Richtung Schaschlik. In Richtung Schaschlik, nur dass es nicht eingelegt wurde vorher. Genau. Ja, so kann man es beschreiben. Sehr gute Beschreibung. Sehr lecker. Auf jeden Fall empfehlenswert. Die genauen Zutaten, Mengen etc. haben wir euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung als PDF zur Download und so weiter verlinkt und auch in der Grillguts-App. Ansonsten bei ihm auf dem Kanal noch sehr viel mehr dazu. Ich glaube, das hast du auch schon mal in einem Kurzvideo gemacht, oder? Genau, ich habe wie gesagt sehr viele Kasan-Rezepte, über 50 Stück auf meinem Kanal, auch schön in Playlisten unterteilt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch viele Reels oder auch Langformat-Videos, wie euch das halt gefällt. Lohnt sich auf jeden Fall. Für heute beenden wir es, glaube ich. Wir machen aber noch ein paar andere schöne Videos. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke für dieses tolle Rezept. Wenn ihr Bock darauf habt, Daumen nach oben, Abo dalassen, bei ihm natürlich auch. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dazu nehmen wir uns ein Öl mit einem rohen.